Der schlimmste Mensch der Welt. Ein Film aus Skandinavien, genau genommen spielt er in Oslo und ist wohl auch ein Titel, der in Cannes gelaufen ist, also durchaus höherwertiges Material. Was hat jemand wie ich mit so etwas zu tun? Eigentlich gar nichts. Der Film lief halt mit meiner Sneak. Und ich bin ja der Meinung, dass nicht jeder Film eine Geschichte erzählen muss, eine Heldenreise haben muss, sondern dass es mitunter sehr interessant sein kann, eine Figur kennenzulernen und einfach nur ein wenig zu beobachten, vor allem wenn das, in dem diese Figur sich bewegt, reales, glaubhaftes Leben ist. Und in diese gerade genannte Definition fällt dieser Film total. Wir haben eine junge Frau namens Julie. Naja, ist sie jung? Kann man jetzt schon diskutieren. Sie ist 29, braucht im Laufe des Films auch 30 und ist an dieser Stelle des Lebens. Sie weiß noch nicht so genau, wo es hingehen soll. Und sie ist ungemein sprunghaft. Das heißt, das erfahren wir im Intro, sie hat angefangen, sie wollte Chirurgin werden, wechselte dann zur Psychologie. Zum Hauptzeitpunkt, wo der Film spielt, ist sie allerdings dann Fotografin. Sie hat eine Beziehung mit einem etwas älteren, 44-jährigen Comiczeichner, der einen vulgären Comic rausgebracht hat, der dann später im Laufe des Films auch verfilmt wird. Ist aber irgendwie nicht daran interessiert, obwohl er es möchte, Kinder mit ihm zu haben. Das ist ein großer Streitpunkt. Und dann lernt sie bei einem Anlass einen jüngeren Mann kennen, der so ein bisschen ähnlich gepolt ist wie sie. Und ja, das ist alles, was ich so an Handlung aufwerfen möchte, weil nennenswert viel mehr habe ich in dem Sinne nicht gefunden. Womit füllt das Ding dann aber 2 Stunden? Oder sogar mehr, also so knapp 130. Die Antwort ist Dialog. Das ist ein Film, der nur aus Dialogen besteht und diese sind ungemein lebensnah und lebensecht. Ich meine, ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich jung war, wo ich auf Partys gegangen bin und wo ich dann mit irgendjemandem in der Ecke gesessen habe, am besten noch ein bisschen angesoffen und dann bist du in irgendeine tiefgehende Unterhaltung oder in einen philosophischen Diskurs gegangen und solche Szenen hast du hier. Es ist nicht immer Shakespeare, das besprochen wird, aber es geht um Sex, es geht um Beziehungen, Gefühle, die Suche nach einem Sinn im Leben und so weiter. Und diese Gespräche, wenn sie dann da passieren, die gefallen mir deswegen so lebensecht, weil es sind Pausen da drin, also es wird auch mal einen Augenblick geschwiegen. Es ist irgendwie, wie sich zwei Menschen wirklich unterhalten würden und nicht wie ich eine Szene inszenieren würde, in der sich zwei Menschen unterhalten. Es gibt auch Passagen, in denen die Hauptfigur auch mal lange Spaziergänge macht, einfach nur Musik dazu läuft. Und das ist so das Pendant zu einem Sonntagsspaziergang, den ich mache, um den Kopf frei zu kriegen. Und insgesamt dokumentiert der Film etwas, zu dem ich nicht mehr gehöre. Ich bin über 40, ich bin gesetzt, sowohl im Job wie auch familiär. Ich weiß nicht, wie es heute für einen Menschen in diesem Alter, so um die 30, ist, sich in dieser Welt zu orientieren, einen Platz zu finden. Und das heißt, ich kann das so exakt nicht mehr nachempfinden, kann es aber ja, interessant finden, den Film für seine Machart respektieren, für die großartige Hauptdarstellerin. Und ja, letzten Endes, mir hat der Film gefallen, auch wenn ich nicht wirklich Zugang dazu habe. Und das Thema der Suche, der Orientierungslosigkeit und irgendwie sich immer alle Möglichkeiten offen halten und nie festlegen zu wollen, das ist spannend, weil ich das generell auch schwer finde, eine Sache festzulegen, auch wenn ich es hier und da mal musste. Deswegen, das ist wieder so ein Film, der jetzt nicht die breite Masse anspricht, sondern einzelne etwas mehr cineastisch angehauchte Leute anspricht, aber die dürften da sehr wohl zufrieden rauskommen. Ich selber, ja, sehe mich nicht als Zielpublikum, möchte ihn aber keineswegs abwerten und deswegen kommt er bei mir auf 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf diesen Film? Habt ihr Lust auf 130 Minuten Dauerdialog oder ja, langweilt euch das zu Tode? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.